Mein erstes Geld habe ich verdient in der Bäckerei und Konditorei meiner Großeltern. Ich kann mich heute noch erinnern, dass ich Silvester die Pfannkuchen mit Marmelade oder Senf befüllen durfte. Da gab es so einen Automat, wo man dran drehen musste. Einmal reinstecken, den Pfannkuchen, einmal drehen. Und die Füllung war drin. Heimat bedeutet für mich schlicht und einfach meine Geburtsstadt Schwerin. Ich wollte schon immer live ein Fußballspiel in Liverpool und Glasgow sehen, weil der Sport einfach spannend und dynamisch ist und die Fans eine unwahrscheinlich schöne Atmosphäre unterbreiten. Das ist eines der nächsten Ziele, die ich mir vorgenommen habe. Was die wenigsten über mich wissen, dass ich... Schnitt. Was die wenigsten von mir wissen, dass ich früher eine chronische Flugangst hatte. Heute hat sich das gelegt. Ich war selbst schon mal im Flugsimulator. Macht jetzt viel mehr Spaß, um Urlaub zu fahren. Beim ersten gemeinsamen Urlaub mit meiner Frau habe ich den Flugtermin so durcheinander gebracht, dass wir einen Tag zu früh zum Flughafen Berlin-Schönefeld gefahren sind, die Koffer ausgepackt haben, natürlich das Auto vorher abgestellt hatten, Rolltreppe hochgefahren, Zollbeamte kommen uns entgegen, wir haben schon gewundert und gefragt, wo denn der Flug geht, und die lachten dann los und sagten, nee, das ist dann morgen. Ja, Moral der Geschichte, wir konnten wieder los, haben noch Bekannte besuchen können und es wurde ein wunderschöner Urlaub.